Hallo meine Damen und Herren, endlich sind wir beim Sahnehäubchen unseres Kurses angekommen, so zumindest aus meiner Sicht, nämlich bei der Teilkostenrechnung und werden auch für die Teilkostenrechnung natürlich Übungen durchführen. Heute möchte ich mit Ihnen eine erste Grundlagenübung besprechen, in der wir sukzessive die einzelnen Elemente der Teilkostenrechnung noch einmal anhand von Zahlen dann durchgehen werden. Schauen wir uns die Aufgabe gemeinsam an. Hier steht: Die Kapazität eines Fertigungsbetriebes beläuft sich auf 80.000 Einheiten pro Monat. Die Gesamtkosten betragen bei 66.000 Einheiten 678.000 Euro und bei 74.000 Einheiten 742.000 Euro. Der Verkaufspreis beträgt je Einheit 11 Euro. Ein proportionaler Verlauf der variablen Kosten kann unterstellt werden. Was bedeutet ein proportionaler Verlauf? Das bedeutet, dass die variablen Kosten einer linearen Funktion folgen. Nun sollen Sie unter erstens ausrechnen, wie hoch die variablen Stückkosten sind, unter zweitens, wie hoch die Fixkosten in diesem Unternehmen sind, unter drittens, wie hoch der Deckungsbeitrag pro Stück ist und dann unter viertens, bei wie vielen Einheiten der Break-Even-Point liegt. Bei fünftens stellt sich die Frage, wie viele Einheiten müssten verkauft werden, wenn ein Gewinn von 45.000 Euro erzielt werden soll. Und bei sechstens wird gefragt, wo denn die variablen Kosten pro Stück liegen, wenn bei einem Absatz von 70.000 Stück ein Gewinn von 95.000 Euro erzielt werden soll. Und bei siebtens sollen Sie dann den Gewinn in Euro und in Prozent des Umsatzes ausrechnen, wenn dieses Unternehmen 95% ausgelastet ist. Schauen wir dann weiter. Auf der nächsten Seite steht, es ist eine Rationalisierung geplant und durch diese Rationalisierung wird die Kapazität erhöht auf 120.000 Einheiten monatlich. Man rechnet mit einer Steigerung der Fixkosten um 2/3 und einer Abnahme der variablen Kosten auf 85% der bisherigen variablen Kosten. Der Preis soll um 1 Euro ermäßigt werden. Wo liegt nun der Break-Even-Point? Unter den hier angegebenen Bedingungen natürlich. Und unter neuntens wird gefragt, welcher Gewinn würde sich nunmehr bei Vollauslastung ergeben? Damit, meine Damen und Herren, ist die Aufgabe noch nicht zu Ende. Wir haben noch eine Seite. Und zwar sollen Sie jetzt annehmen, man könnte bis zu 90.000 Einheiten zum alten Preis von 11 Euro pro Stück absetzen und weitere 30.000 Einheiten exportieren. Der Preis auf den Exportmärkten liegt bei 8 Euro pro Einheit. Jetzt ist bei 10 danach gefragt, ob sich auch unter diesen Umständen die Kapazitätserweiterung lohnen würde. Und unter 11 ist letztlich gefragt, ja, was ist jetzt die bessere Strategie? Absatz der gesamten erhöhten Kapazität auf dem Inlandsmarkt, was wir ausgerechnet hatten, oder, und zwar eben nur zum ermäßigten Preis von 10 Euro, oder Absatz von 90.000 Einheiten zum Preis von 11 Euro auf dem Inlandsmarkt und 30.000 Einheiten auf den Exportmärkten dann eben nur zu 8 Euro. Und unter 12. sollen Sie dann in einer Grafik für den Punkt 11.2 die Erlösfunktion darstellen, Kostenfunktion und den Break-Even-Point. Meine Damen und Herren, überlegen Sie da ganz genau, was für eine Situation Sie hier tatsächlich vorliegen haben und schauen Sie sich im Zweifel nochmal unsere Theorie-Screencasts zu dieser ganzen Thematik an. Viel Spaß bei der Aufgabe, deren Lösung wir natürlich wieder gemeinsam in einem Screencast durchsprechen werden. Bis dahin, viel Erfolg. Tschüss, Ihr Stefan Haugrund.